den 70er Jahren, ne? Was haben die daraus gemacht? Umzack und Rasenheit gemacht. Jetzt rennen sie mit dem Rasenmäher hinter drei. Ne? Die ganz Faulen lassen bloß eine Perle laufen. Ne? Da hast du nichts davon. Ne? Und in den Neubaugebieten, die ganz Junge, die nächste Generation, was macht die für Gärten? Steuern. Unter Steuern schmeißen die rein. Wie blöd muss denn da sein? Du zahlst einen Haufen Grundsteuer, dann schmeißt du Steuern rein. Du musst ja gucken, dass deine Grundsteuer mit aus dem Boden rauskommt. Deshalb wird bei uns Schwaben alles akkurat entfernt. Kein Dreckvolle bleibt da oben nutzt. Ich tue zum Beispiel in den Fugen von meiner Terrassenplatte. Da tue ich den Ackersalat sehen. Ja. Aber wenn du es nicht machst, dann wächst Moos. Und das kannst du nicht fressen, das habe ich probiert. Deshalb verstehe ich bis heute noch nicht, warum der Herrgott mit seinem ersten Dreckbulle den Adam erschaffen hat. Ja, der Adam, das war gewiss kein Schwab. Ja, der Adam ein Schwab gewesen. Der hätte selber mal das Gipfel von der Eva nicht gegessen. Der hätte es gewusstet. Dabei hat der Herrgott dem Adam so ein schönes Angebot gemacht. Er hat gesagt, Adam, du bist der erste Mensch, den ich erschaffen habe. Dir zu Ehren erschaffe ich nun ein attraktives Weib, was dich dein Leben lang begleiten wird, dir niemals widersprechen wird, dir deine Wünsche von den Augen abliest und dich auf Ewigkeit auf Händen trägt. Und zur Erschaffung dieses edlen Geschöpfes benötige ich deinen rechten Arm. Aber mir Schwaben hätte das sofort gemacht. Habe so ein Weib, wir können unser Gläschen auch im Winkel laufen. Aber der Adam, das war halt kein Schwab, der hat noch geschwind überlegt und hat noch zu dem Herrgott gesagt, Nein, mein Arm kriegst du nicht. Und wie die Geschichte ausgegangen ist, das wissen wir selber. Anstatt am Arm hat er so eine Rippe gegeben. Ne? Und ich habe jetzt mal Rippe daheim.